Hallo und herzlich willkommen. Neue Aufnahme Minecraft. So, wir hoffen mal, dass jetzt in dieser Folge nicht so viel passiert wie beim letzten Mal. Wir werden auch sofort raussprinten. Axt. Wir hatten ja noch eine Axt. Ja, hatten wir noch. Hier, so. Wir sprinten jetzt sofort raus, holen uns fix noch ein paar Birkenstämmchen. Da drüben stehen ja noch genug. Und dann machen wir auf jeden Fall erstmal den Boden fertig. Und dann schauen wir mal, wie viel Wolle wir haben. Dann müssen wir auf jeden Fall... Ach, hier war wieder die Schlucht. Mal schön außen rum gehen. So. Irgendwie muss ich das mal noch abgrenzen oder am besten gleich komplett zumachen. Wäre auch mal ein Projekt. Dann halt nur schlecht, wenn du buddelst und dann einfach mal weg bist. Thank you.
können wir schon eine schöne, richtig große Texte-Front machen. Können wir hier draußen irgendwas wegklatschen? Kein Grieber, nix. Oh, sieht das geil aus. Sonne geht auf. Mega. Ich höre irgendwas. Irgendwas höre ich. Oh, das sind meine eigenen Schritte. Okay. Wir holen da drüben fix noch die Wolle. Klar, steht natürlich der Creeper direkt vor den Schafen, die mir jetzt abschneiden wollten hier, die Wolle, die auch. Angreifen möchte ich den natürlich auch nicht. Ah, da drüben wieder ein Fetzenkrater drinnen. Tja. Nun gut, dann werden wir einfach mal anfangen, das hier zu ersetzen mit Wolle. Hoffentlich ohne, dass uns irgendwas hier in die Quere kommt. Der Creeper bleibt ja bestimmt da drüben. So. Ich sehe den. Ich sehe ihn ganz genau. Und irgendwas höre ich auch noch. Und es klingt nicht gesund. Wolle heil. So. So, so. Ist der Creeper jetzt weg? Sieht bald so aus, oder? Wir wagen uns mal ran. Sache, der ist weg. Hier klingt es auch die ganze Zeit wieder wie Lava. Auf jeden Fall nicht gesund. Gut. Schafe sind nackt. Ich bin glücklich. Also jetzt nicht wegen den nackten Schafen.
anderer freut sich daran. So, die Angst baut immer mit. So hätte ich das gern. So. Natürlich sieht das jetzt ein bisschen doof aus. Oh, kommt schon wieder das Höhlengeräusch, ey, Wahnsinn. Das dröhnt. Wieso? Das dröhnt, wieso? Ich hätte halt gern Fenster drin gehabt, aber wenn das jetzt nur... Das sieht halt blöd aus. Das Fenster direkt neben der Tür. Können sie auch ein Klaus geben, ne? Dafür können wir hier ein Doppelfenster machen. So. Zwischendecke, keine Ahnung. Würde ich eigentlich auch gerne das Dunkle nehmen. Das dunkle Holz, was wir jetzt gerade über die Tür gemacht haben. Wie machen wir das Fenster jetzt? Ich ziehe mal oben das Holz lang und dann... Doppelfenster. Das sieht schon irgendwie komisch aus. Ja, können sie erstmal so lassen. Ich kenne aber noch eine andere Möglichkeit, die habe ich mir... versehentlich abgeguckt. So. Sieht aber voll doof aus. Nein, ich glaube, so lassen wir das nicht. Ich überlege mir das nochmal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Machen wir hier drüben den Fasching noch weg. Von innen sollte es, glaube ich, besser aussehen und den Raum größer machen. Ich probiere noch mal kurz was aus. Sieht schon besser aus, oder? Dann machen wir das so. Oh, da hat es mal kurz geleckt. So. Ich habe so ein ganz komisches Geräusch auf dem Kopfhörer. Was das nur wieder ist. Das klingt wie so ein Didgeridoo. Ganz leise. Aber es ist da. So.
halt einen Dreier lassen hier, oder? Ja, es sieht jetzt von innen natürlich ein bisschen schäbig aus, aber jetzt probieren wir mal das von innen nochmal hier. So. Keine Ahnung, ob das jetzt geht, weil das Bett hier steht. Doch, es funktioniert. Aber das sieht natürlich von außen dementsprechend hohl aus. Oder? Tja, das sind alles keine so einfachen Entscheidungen. Und wir werden das bestimmt auch noch 10 Mal umbauen, aber dazu ist es ja eigentlich da. Das würde mich nur mal fix interessieren, ob wir da dann die Glasscheiben kriegen. Tatsache. Sieht sogar schick aus. Kann man nicht meckern. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Alter, muss ich jetzt hier ein Stück Decke wegmachen, damit ich da rankomme. So. So. Sauber. Ich mache das jetzt nochmal da rein. Ich glaube nicht, dass das Fichtenholz jetzt gerade reicht. So. Schon ist die Bude wieder dicht. Ein bisschen Licht wäre noch nicht schlecht. So. Schön über dem Bett, dass uns die Nase auch schön verbrennt in der Nacht. Doch die Wolle brennt nicht ab. So. Tja, und da wären wir eigentlich auch schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Ich hätte zwar gern noch die Decke geschafft, aber ich glaube die Decke, ich weiß nicht, machen wir die auch mit dunkel? Und vor allem, wie kommen wir in den zweiten Stock? Wir werden wohl noch ein paar Leitern machen müssen. Wie ging die denn jetzt wieder so? Tatsache. Drei Stück, da machen wir gleich nochmal welche. So. Da haben wir die dann schon so fürs nächste Mal. Und ich finde sie doch eigentlich recht wohnlich aus hier. Mal irgendwas von Ofen, haben wir nicht. Gut. Dann verabschiede ich mich hier und jetzt in diesen gemütlichen Räumlichkeiten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Cheerio.